Also grundsätzlich, wenn ich mein Handy habe, will das induktiv laden, muss ich das irgendwie hinlegen. Vielleicht haben es dann nochmal gesehen, wenn ich das nicht auf richtige Position hinlege, dann lädt das Ding nicht. Dann muss ich das per Hand wieder irgendwo richtig vernünftig hinlegen. Wie machen das jetzt die Fahrzeuge, weil die fahren ja? Die müssen ja nicht nur laden, sondern wie wissen die denn, wann die in der richtigen Position sind? Deswegen ist die Induktivladung nicht nur eine Ladung, sondern auch eine Kommunikation. Wir reden mit den Fahrzeugen über diese Induktivspulen. Das ist die dritte Art, wie wir mit den Fahrzeugen kommunizieren können. Das heißt, ich habe nicht nur Ladung, ich habe nicht nur Energie, sondern ich frage auch die Fahrzeuge, wie voll ist denn dein Akku? Ich will ihn ja nicht unnötig laden, wenn er gerade gar keine Ladung braucht. Und die Übertragung für dieses Induktiv geht auch so, dass die Fahrzeuge kommen, die müssen gar nicht anhalten für die Kommunikation, sondern der kann sagen, du bist noch 75% voll, ich schicke dich langsam weiter. Und ich merke beim Fahrbetrieb überhaupt nicht, dass der komplett einmal stehen geblieben ist, sondern der fährt gleich drüber über die Spule. Die Spulen sind so intelligent, dass die auch miteinander reden können. Also ich habe zwei Spulen zum Beispiel hintereinander. Das vordere Fahrzeug ist vollgeladen, fährt weg. Dann macht die erste Spule zur zweiten Spule, hey, ich bin fleißig, mal ein Fahrzeug folge, dass wieder ein neues Fahrzeug geladen wird. Die Induktionsladung ist auch deswegen wichtig, damit wir eben eine Akkulaufzeit vernünftig hinbekommen. Und auch die Akkus lange halten. Wir haben Fahrzeuge, die haben über 1550 Kilometer gefahren, über 2 Millionen Ladezyklen. Also manche sind ein bisschen Angst wegen der Batterie. Ich sage mal, bevor die Batterie irgendwas bringt, haben sie irgendwie mechanische Verschleißteil. Und diese 2 Millionen Ladezyklen waren auch mit der Induktivladung einmal am Tag sauber gemacht und ansonsten kein einziges Teil ausgetauscht. Nach diesen Versuchen hatte die Batterie noch nur Akkuleistung von 80%. Das ist, denke ich mal, wer den kann sich sehen lassen, also mit dem Akkus wird er da keine Probleme kriegen. Das wäre das dritte. Also in der Induktivladung ist das dritte, was wichtig ist.
dann kommen wir halt zu diesen Leveln, also wie beeinflusse ich denn jetzt mein Fahrzeug? Und das ist eben, da ist der Übergang ein bisschen fließend. Das wäre mit dem Basislevel, das ist dann einfach, wo ich überhaupt gar keine Verkabelung habe, sondern rein durch den Magneten, habe den Knochen. Wenn ich den nicht kreuzen muss, wo ich ein Fahrzeug anhalte und wieder loskratze, dann reichen die Magneten. Weil die Fahrzeuge sind gegenseitig aufhalten. Das heißt, wenn das erste Fahrzeug Geschwindigkeit 0 hat, die hinteren Fahrzeuge kommen, die sehen das und bleiben auch stehen. Das Ganze kann ich auch programmieren über unsere kostenlose Webseite. Kostenlose Software auf der Webseite kann ich runterladen und kann ich sagen, hey, du fährst auf dem Stockmagneten, bleib nach 10 Sekunden stehen und fahr nach 10 Sekunden wieder los. Das kann ich, also die Farbe fehlt oder wie dicht der auffährt oder wie schnell die Grundeinstellungen sind, das kann ich alles extra machen. Dann bei den bisschen höheren Leveln, dann ist es eben dann vom Rotempfänger. Das ist dann, wo ich bei Ampeln brauche, weiterfahren, schneller fahren. Wenn eine Ampel rot ist, muss man die stehen bleiben, auch wenn grün ist, dann fahren das und alles. Dann kann man aber diese Bausteine, also diese Transportsteuermodule, die kann man dann auch wieder anschließen an die Zentrale. Und da können wir dann auch wieder digital oder vollautomatisch oder digital fahren, wie man das von der Eisenbahn kennt, kann man aber ohne die Zentrale eben auf. Und da kann ich das dann eben zentral von einer Position steuern. Ich kann das auch